Willkommen zur Forschungsreise in unsere Flussgemeinschaften. Wir laden euch ein, mit uns eure Flussgemeinschaften zu erkunden. Woher das Wasser kommt, wie es sich bewegt und mit uns Menschen, den Tieren, den Pflanzen und dem Wetter in Verbindung steht und interagiert. Gebt den Menschen, Tieren, Pflanzen und dem Wasser selbst eine Stimme. Erzählt ihre Geschichten. Berichtet uns auch, welche Probleme und Konflikte ihr erkennen könnt, was sie jeweils für die Menschen, Tiere und Pflanzen bedeuten, die sich diesen Wohnort am und im Wasser teilen und welche Lösungsvorschläge und Ideen ihr hättet. Seid einfühlsam mit den unterschiedlichen Lebensformen, weise im Erkennen der Zusammenhänge, kritisch mit den Verhältnissen und kreativ und wild in euren Ideen und Visionen. Multispeziesforschung ist eine Form von Ethnographie. Ethnographie will die Alltagswelt einer bestimmten Kultur kennenlernen und verstehen. Wie denken, fühlen, sprechen und handeln Menschen? Wie leben sie miteinander? Um eine Kultur zu erforschen, mischen sich Ethnographen und Ethnographinnen unter die Menschen und nehmen an ihrem Leben teil. Dabei kann die Kultur, die untersucht wird, eine fremde Kultur sein. Oder man untersucht die eigene Kultur, als wäre es eine fremde. Das heißt, man schaut mit den Augen eines Fremden auf das Vertraute. Was gibt es Neues zu entdecken? Die Ethnographie beschäftigt sich traditionell mit menschlichen Kulturen. Hier wollen wir bewusst nichtmenschliche, organische und anorganische Lebensformen als Mitbewohner und Akteurinnen mit einbeziehen. Das bedeutet das Wort Multispezies. Wie nehmen andere Lebensformen die Flusslandschaft wahr? Wie bewegen sie sich darin? Und wie stehen sie im Austausch mit anderen Lebensformen? Was bedeutet für sie das Zusammenleben mit uns Menschen und was würden sie brauchen, um besser leben und gedeihen zu können? Flussgemeinschaften umfassen nicht nur Naturschutzgebiete, sondern auch menschlichen Siedlungsraum. Wählt für eure Multispezies-Ethnographie einen Ausschnitt eurer Flussgemeinschaft, der euch interessiert und für euch persönlich Bedeutung hat. In den nächsten Modulen bieten wir euch Kurzfilme und Texte an, die euch bei eurer Forschungsarbeit unterstützen sollen. Modul 2 gibt einen Einblick in Süßwassersysteme und welche Veränderungen und menschliche Eingriffe mit welchen Effekten dort stattfinden. In Modul 3 geht es um den Faktor Mensch. Welche Überzeugungen, kulturellen und wirtschaftlichen Praktiken und politischen Strukturen beeinflussen unseren Umgang mit Wasser und Ökosystemen? In Modul 4 werden wir die ethnographische Methode genauer erklären, damit ihr selbstständig das erforschen und dokumentieren könnt, was in eurer Flussgemeinschaft spannend und wichtig ist. In Modul 5 ist Raum für eure wissenschaftlichen Ergebnisse und kreativen Ideen und für Austausch mit anderen Jungforscherinnen und Jungforschern.